Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir setzen ja tatsächlich die Debatte vom 18. September hier im Hause fort. Der heute vorliegende Antrag der Koalition hat die eigenen Ansprüche aus der Debatte damals allerdings bisher nicht erfüllt. Alternativmethoden zu Tierversuchen sollen gefördert werden und den Forschungsstandort Berlin stärken. Das war der letzte Satz des Kollegen Karge von der SPD beim letzten Mal. Diese Aussage ist inhaltlich richtig und hat unsere Unterstützung. Was sagt aber nun Ihr Antrag über Förderung? Er benennt Forschungsmethoden für die Förderung, die sich an den seit über 50 Jahren bekannten 3R-Prinzip orientieren. Und wenn man die Nummerierung dazu ernst nimmt, steht die Ersatz- und Ergänzungsmethoden immer noch an letzter Stelle in Ihrem Antrag. So werden für die Forschungshauptstadt keine Schwerpunkte gesetzt. Meine Damen und Herren, die Linke hat mit ihrer Regierungszeit mit der Berufung des Landestierschutzbeauftragten und der ersten Ausrichtung eines Symposiums über Alternativen zu Tierversuchen 2008, gefolgt von einem zweiten Symposium 2010, wichtige Akzente gesetzt, um dieses Thema in der Öffentlichkeit und fachöffentlicher Öffentlichkeit besser zu beleuchten und zu diskutieren. Dass das dritte Symposium erst vor wenigen Wochen stattgefunden hat und so ein zeitliches Loch entstanden ist, verantwortet nun der heutige Senat. Gern können wir uns auch noch Zahlen näher betrachten, um Erfolge zu bewerten. Sie kennen die Tierzahlen aus den jährlichen Listen des Landesamtes für Gesundheit und Soziales und die dazugehörigen Aufschlüsselungen von der Anzahl der verwendeten Tiere bis zur Anzahl der für wissenschaftliche Zwecke getöteten Tiere. Die jährlichen Zuwächse in den Jahren 2007 bis 2010 lagen zwischen 0,8% und 5,2%. 2011 konnte erstmals gegenüber einem Vorjahr eine Reduzierung der Anzahl der verwendeten Tiere von 2,2% erreicht werden. Und an dieser Stelle, es wird ja weiter geforscht, hier mal nutze ich mal die Gelegenheit und danke den Mitgliedern der Tierversuchskommission, spreche ihnen meine Hochachtung aus, die ja sicherlich nach wie vor schwierigen Entscheidungen stehen, wenn es immer wieder darum geht, die Verwendung von Versuchstieren zu prüfen und verantwortungsvoll zu agieren. Meine Damen und Herren, zu einem Anstieg der Zahlen gegenüber 2011 kam es erst, nachdem die SPD-CDU-Koalition wieder regierte. Nämlich gegenüber 2011 gab es einen Anstieg von 16% bzw. 12% in den Jahren 2012 und 2013. Die Zahlen liegen schon vor, Herr Buchholz. Inwieweit diese Entwicklung für die Forschungshauptstadt für Alternativmethoden zu Tierversuchen spricht, können Sie selbst beurteilen. Ungelöst im Koalitionsantrag ist nach wie vor die Finanzierung der zu erwartenden Forschung an Ersatzmethoden zu den Tierversuchen. Hier zu Fortschritten zu kommen, ist eine wichtige Aufgabe. Der Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90, die Grünen, will diese Lücke schließen. Er fordert die Schaffung von Grundlagen für die Forschung an Ersatzmethoden. Richtlinien und Gesetze zu diesen gibt es ja bereits. Das 3R-Prinzip ist ja schon mehrfach hier genannt worden. Aber finanzielle Mittel braucht es eben verstärkt auch. Deshalb unterstützen wir den Ansatz im Änderungsantrag, solange es keine anderen Vorschläge aus der Koalition gibt. Der Berliner Landespreis zur Förderung der Erforschung von Ersatz- und Ergänzungsmethoden für Tierversuche in Forschung und Lehre ist für 2015 bereits durch die Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz ausgelobt. Die Bewerbungsfrist läuft bis 31.03.2015. Es ist gut, dass sich der Verband der forschenden Pharmaunternehmen an diesem Preis auch beteiligen. Ich wünsche allen Forschern aus Berlin und Brandenburg viel Erfolg bei dieser Beteiligung und besonders eben auch in der Forschung. Im Fazit, im Koalitionsantrag nichts Neues. Da danke ich also für die Diskussion auch am heutigen Tage.